Morgen, Tagchen, ihr Lieben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu eurer Tagesbotschaft. Und ganz passend für diesen Winter nehme ich das von Monika mir geschenkte Winter Wonderland von kartenmedium-elea.de. Ja, das ist es. Und da sind wunderschöne Weihnachtsmotive drauf. Und wir starten heute mal. Was soll's werden? Es muss nicht resonieren, aber es könnte dazu kommen, dass das noch kommt, ja, dass du in 3 Tagen in der Energie sitzt und alle anderen sind vielleicht mittendrin, bekommen hier schöne Impulse, die dich hoffentlich weiterbringen. Natürlich sollst du hier nicht rückwärts wandern und verlier den Verstand hier nicht durch die Karten, sondern gewinnt auch hier immer wieder an den Impulsen. So, was haben wir hier? Das Buch. Oh, scheint noch eine Menge drin zu sein. Sehr spannende Geschichten. Dein Buch ist hier noch nicht zu Ende geschrieben. Also mach dir keine Gedanken, falls du irgendwie mal das Gefühl hast, das war's schon, ja? Was soll da noch kommen? Also bitte nicht so denken, ihr wisst das. Ich sag immer, wenn du dich schon so in der Spirit-Sprache manifestierst, ja, ich bin jetzt auch nicht so der, sag euch ganz ehrlich, ich mag diese ganzen Worte nicht, ja. Ich tue mich damit wirklich sehr schwer, Manifestation, natürlich gehört es rein, Spirit ist Geist, ja, aber ihr wisst ja, ich verlasse selten die Schiene zur Masse und dann auch wieder zu dem nicht vorhanden, sondern diese Mäßigkeit soll ja einfach gegeben bleiben. Es ist einfach so, wenn du dich auf gewisse Sachen konzentrierst, wo du natürlich eine Laune hast, wo du in einer noch unausgeheilten Situation steckst, dann ist es ganz klar, dass man sich sehr, sehr schwer tut, Neues zu empfangen und zu sehen, ja. Weil da ist man ja, kommt drauf an, auf welcher Stufe du da immer noch hängst, ob du immer noch im Schock hängst oder ob du schon realisiert hast oder ob du jetzt schon in diese Heilphase übergehst. Das sind ja verschiedene Schritte und je nachdem, ja, also dieses Buch zeigt für dich einfach an, das ist noch nicht zu Ende geschrieben. Du bestimmst es und wenn du dein Buch hier leer lässt, wäre es natürlich sehr schade. Aber Geschichten können spannend sein, ja, und das Leben ist spannend. Und wenn du das annimmst, dass natürlich ein Teil, wie in Film, ihr kennt das, da ist immer Drama meistens vorhanden und viele wollen auch komischerweise immer nur Drama sehen, ja. Also ich sehe selten schön angeklickte Videos auf YouTube. Die meisten schreiben ihre Titel auch immer sehr dramatisch, ja. Ob das nun mit Promis zu tun hat oder ob das nun, ja, mit bestimmten Themen zu tun hat. Die Mehrheit klickt immer auf das Streitgeile, auf das, was schiefläuft, auf das, was schieflaufen kann. Das, was andere machen, mich juckt so ein Scheiß überhaupt nicht, ja. Weil, es werden viel zu viele Menschen und Fremdenergien auseinandergenommen im Internet. Ich sehe es jeden Tag, wo ich mir denke, meine Güte, habt ihr keine anderen Probleme, außer euch mit Prominenten zu befassen, wie die was hätten richtig machen können. Ihr wisst bestimmt gerade die aktuelle Trennung, die ich meine, wo ich mir denke so, oh ey, niemand steckt da in der Beziehung oder Verbindung drin, ja. Es werden beide dazu einen Beitrag geführt haben, sich zu trennen. Und das ist genauso wie bei euch, wenn ihr damit zu tun habt. Es geht nicht, dass nur einer das verursacht, ja, und wenn es so sein soll, dann ist es eben von vornherein schon gar nicht bestimmt gewesen, dass ihr zusammengehört, dann hat man vielleicht auf Teufel komm raus probiert, das alles anzunehmen, ja, und da kriege ich wirklich so eine Kotzlatte, oder Kotzlatte gibt es ja nicht, aber Hasslatte, wenn man sich wirklich nur fokussiert auf dieses extrem Schlimme, ja, und es wäre mal wieder schön, wenn sich Leute konzentrieren würden. Es ist schwer, es ist auch schwer, wenn man wirklich sehr tief verletzt wurde, alles schön und gut. Da würde ich nicht sagen, hey, macht euch eine, holt euch eine Trompete und trällert da eine Runde, dann wird es schon gut gehen. Natürlich tut weh, ja. Natürlich tut es weh. Alles, was mit Gefühl zu tun hat, gerade wenn man verletzt ist und das nicht so für sich wollte, ja, ist ganz klar. Niemand ist davon freigesprochen. Aber es gibt auch genug wichtige Sachen, wo man sich jetzt hier mein Herz fassen muss und sagen muss, mein Buch ähnelt vielleicht auch allen anderen, aber ich bin der Autor, ja. Jeder einzelne von euch ist der Autor, der dieses Buch so schreiben kann,
um nicht ein Krimi hier zu vollziehen und XY ungelöst hier zu erschaffen, sondern es ist wirklich wichtig, dabei zu bleiben und auch mal eine Komödie drin zu haben, auch mal eine Liebesschnulze, auch mal Action, ja, also alles vereint in diesem Buch, in dieser Energie, was zum Leben ja zugehört. So, und in den Filmen ist es ja meistens auch so, es kommt dann immer ein Happy End, ja, worauf dann immer viele warten, aber es ist ja nicht selbstverständlich. Wir haben im Unterdeck die Mäuse. So, vielleicht hast du gar nicht verstanden, dass du sehr vieles in dir trägst, was andere abhaben wollten, ja. Vielleicht hast du dich hier überhaupt schon nicht mehr gesehen an deinen Grundwerten, die fantastisch waren wahrscheinlich. Und man wollte davon eben auch etwas naschen. Ja, so wie die Mäuse, die stehlen ja oftmals eine Energie. Es könnten auch Menschen sein, die von außen hier irgendwas zerstört haben oder dir diesen Prozess, diese Schwere reingebracht haben. Dann hast du es aber auch wieder vielleicht auch zugelassen oder dich zu spät gewehrt. Ja, das ist kein Vorwurf, aber das sind eben so die Problematiken, die dazukommen. Und bei der 23 Quersumme 5 haben wir ja auch den Hierophanten. Das ist die Erkenntnis, dass du hier schon genau wissen solltest, du weißt ja, warum das hier zustande kam, ja? Es waren zu viele Mäuschen am Werk. Es wurde sich reingeschlichen. Es war vielleicht auch nicht zu erkennen im ersten Moment. Hier wollten viele von dir naschen oder von den Energien einfach auch etwas abhaben. Und du hast verteilt, ja? Bis du selbst vielleicht auch nichts mehr hattest und auch die Geschichte umschreiben musst oder die Geschichte nicht weiterschreiben konntest. Wir haben hier die 26, ist die 8. Bewahr dir immer deine Stärke aus dem Tarot mit der Quersumme. Die Stärke, eine Löwenenergie und eine Stierenergie im Unterdeck sozusagen. Ja? Das, was der Hauptgrund ist, du konntest hier sehr wenig Leuten vertrauen. Ja? Das ist so eine Grundproblematik. Hier waren zu viele Energien, die sich eingespielt haben, reingemischt haben. Und es gehört, was heißt und? Es gehört einfach zu deiner Lebensgeschichte dazu, ja? Nimm es an, weil du kannst es auch nicht zurückbringen oder rückgängig machen. Nimm es an, auch wenn es sich ganz blöd anfühlt oder nicht angenehm anfühlt. Aber du musst die Geschichte ja nicht für andere, damit die sich noch die Hände reiben. Eben wie in einer Titelangabe, wo jeder raufklicken möchte, dramatisch schreiben, ja? Sondern zieh dich zurück. Nimm deine Ruhe an, sag dir, okay, du bist gut, so wie du bist, ja. Kannst natürlich besser werden, sollst nicht so bleiben, wie du bist. Dieser Satz so, ich kann den selbst auch nicht mehr hören, ja. Du bist gut, so wie du bist. Du bist gut, so wie du bist. Nein, die Weiterentwicklung ist wichtig. Und alles, was du für dich selbst verantwortest, ist natürlich gut in erster Linie für dich, ja, sollte gut sein. Wäre ja bescheuert, wenn man Sachen macht, die einem wehtun. Da immer wieder zurückdenken. Was tut dir gut? Was brauchst du? Wo fühlst du dich nicht verletzt oder hintergangen oder beklaut, betrogen? Wir haben mit den Engelchen Folge deiner innersten Überzeugung. Und alles, was für dich gut ist, auch wenn es ein anderes Kapitel einnimmt, du musst das ja erstmal rausfinden für dich selbst, ja? In allererster Linie muss es dir gut tun und nicht an dein Gegenüber oder an irgendjemand anderen denken, naja, aber das kann ich ja nicht machen, weil dann tue ich dem ja weh. Nein, umso früher du sagst, was du möchtest, was du nicht möchtest, was du fühlst, hast du schon Gegenspieler und kannst schon einschätzen, wohin das Ganze gehen könnte, ob ihr euch da einig werdet. Ist ja wie in der Arbeit, ja, oder bei einer Arbeit. Was haben sie für Gehaltsvorstellungen? Naja, wenn du sagst, oh nee, das kann ich jetzt nicht sagen, weil dann kriege ich ja den Job nicht. Ja, dann ist es so, ja. Aber du musst nach deinem Inneren gehen und eine gewisse Summe auch aussprechen. Das ist ja wie auf dem Bazar, man handelt oder lässt es stehen, ja. Aber die Tür wird dann wirklich wieder fürs Nächste geöffnet. Es macht ja keinen Sinn, wenn du hier, ja, der Chef war so nett und ich kann diese Summe vielleicht nicht raussenden, bist aber dann ewig unglücklich und freust dich, dass du den Job bekommen hast. Bringt dich auch nicht weiter in dem Moment, ja. Du musst hier wirklich schon dein Innerstes raussenden, damit sich die Mäuse eben auch weiterhin nicht an dir bedienen können, ja? Vielleicht bist du eine großartige Kraft, vielleicht bist du eine Person, von der man so viel lernen könnte, dass es unbezahlbar wäre in diesem Moment, ja? Und du bist dir deines Wertes manchmal gar nicht so bewusst, wenn du da eben auch unter Wert einfach dich verkaufst, ja? Oder dich unter Wert jemandem, ja, zur Verfügung stellst als Ratgeber, Hilfe
oder in der Liebe, das muss auch nicht unter Wert passieren, nur weil du liebst, kannst du nicht Sachen mit dir machen lassen, ja? Das funktioniert auch nicht. Wir haben weiterhin, was haben wir noch? Was haben wir hier noch? Zwei Engelchenkarten und dann sind wir, glaube ich, für heute durch. Wir haben Mut zum Abgelehntwerden. Ich liebe ja diese Karte. Das ist es ja genau, was ich sagen wollte, ja. Dann geht es eben nicht. Aber du hast nichts davon, wenn man dich annimmt und das aber gar nicht nach deinen Vorstellungen ist, ja. Du erhoffst ja da nur die Annahme. Und du hast aber nicht vorausschauend gedacht in diesem Moment, ja, weil die Weiterentwicklung ist nicht so, wie du sie dir vorstellst. Du willst erstmal nur angenommen werden, ja. Und das vielleicht für ein Gehalt, was dich letzten Endes gar nicht tragen kann. Auch in der Liebe. Du willst erstmal diesen Menschen, auch wenn es da schon Probleme gibt, einfach halten. Aber du weißt in dem Moment schon vorher, jetzt hast du ihn aber gehalten. Aber jetzt auch mit den Konflikten und mit den Schwierigkeiten, ja. Und da ist es ja immer, also zeige dich von Anfang an so, wie du bist und was du möchtest, ja, wohin du möchtest vor allen Dingen. Die Pläne und Ziele würde ich immer geradeaus raussenden. Das heißt ja nicht, dass dein Gegenüber da mitmachen müsste oder, aber es sollte schon kräftig auf den Tisch gesprochen werden, sodass dir niemals vorgeworfen werden kann, davon wusste ich ja gar nichts, ja. Du hast dich ja dahin entwickelt. Ich wusste ja gar nicht, dass das so deins wäre. Doch, ja. Dann kannst du dich nämlich selbst auch lenken. Wenn du dich an deinen eigenen Zielen und an deiner Wertvorstellung orientierst, was möchtest du mit einem Partner erleben? Was möchtest du in der Berufung schaffen oder in dem Beruf? Ja, möchtest du ewig? Gibt es da Aufstiegsmöglichkeiten? Guck dein Ziel an und du kannst dein Buch wahrscheinlich immer weiterschreiben. Und ganz wichtig, ach so, nicht, dass ich wieder gesperrt werde. Oh, das ist ja hier so. Die Intimität, ja, zwischen zwei Menschen kommt ja auch ganz stark durch. Die gehört natürlich auch dazu. Wenn man liebt oder wenn sich zwei gefunden haben, denen das nur ihre Erfüllung gibt, na bitteschön, warum denn nicht? Aber heult nicht danach, ne, wenn sich Gefühle einstellen. Das ist ja auch wieder so ein Ding. Aber ich meine jetzt die Leute, ja, die wirklich nur darauf aus sind. Aber es ist ja etwas, was dazu gehört in Verbindung, in Liebe, Zuneigung, Geborgenheit, Akzeptanz, Vertrauen, all sowas, ja. Das ist ja auch ganz groß geschrieben. Vielleicht hat das Thema sogar mit den Mäusen hier zu tun gehabt in dieser Intimitätsrichtung, ja, dass du das verloren hast, aber das kommt hier sozusagen auch wieder zurück und erinnert dich daran, ja, nur weil du es von dem einen nicht mehr bekommst oder von der einen, heißt es aber auch nicht, dass du ein Leben lang hier die Seiten leer lassen musst, ja. Hier steckt einfach noch viel, viel Magie hinter. Du kannst deine Geschichte schreiben, solltest dich an deiner Geschichte orientieren und dann hast du deinen Blockbuster, deinen Bestseller, dein, das ist deins, ja. Hier geht es um den Verlust, ja. Komplett schreib wieder weiter, hab Mut zur Ablehnung, hatten wir auch drin. Aber der Verlust, der kommt auch durch die Lust, ja. Aber wirklich, dein Verlust wird sich irgendwann heilen, in die Lust. Du wirst dann wieder Lust haben, jemanden zu bekommen, das hier wieder ausleben zu dürfen. Die Lust auf mehr, die Lust auf noch mehr, was du nie geäußert hast, ja. Dieses Ver wird bei dir verschwinden. So würde ich die Karte deuten, ihr Lieben. Heiler Führer. Erstmal heilen ist das A und O. Dann darfst du dich hier wieder führen lassen. Deine Lust wird wieder zurückkommen. Den Verlust musst du von vornherein immer in Kauf nehmen. Leider. Das, was du bekommst, wird nie ewig an deiner Seite sein, ja? Ist doof, wenn man sich damit befasst, gerade am Anfang, wo alles schön sein soll, wo die Magie auch nicht gebrochen werden soll. Aber das, was du bekommst, wirst du irgendwann auch verlieren, ja? Das ist leider so.
das ist der Kreis bei uns, ja? Wir können uns ja auch anfreunden. Ja, naja, wenn wir zugucken, wie eine Ziege irgendwie vom, ja, wer frisst denn Ziegen? Keine Ahnung. Sagen wir eine Schlange, die Rattenbabys, ja? Stehen wir auch vielleicht heulend davor und sagen uns dann aber, damit wir damit klarkommen, naja, das ist nun mal der Kreislauf von den Tieren, ja? Das ist nun mal Natur, die müssen ja irgendwie was essen. Das ist aber auch euer oder unser Kreislauf. Das, was wir bekommen, werden wir höchstwahrscheinlich irgendwann verlieren. Ob es bis zum Lebensende hält, durch den Tod, der Verlust, oder ob es zwischendurch passiert. Ja, es ist keine Garantie, das, was wir bekommen, da ist der Verlust oder das, wie sagt man, da gibt es auch ein Wort für. Es ist nicht, naja, Garantie, es gibt nichts mit Garantie, ja. Aber wir gehen einfach auch da ein Gefühl ein Risiko ein. Wenn man das verliert, wird die Lust aber auch irgendwann wieder für das Neue oder für das Nächste kommen, ja. Die Lust auf Neues. Also verlieren hat wirklich viel mit die Lust wiederbeleben zu tun, auch wenn es sehr schwer ist zu verstehen. Ich bin die allerletzte, die das jetzt nicht verstehen könnte oder würde. Aber da muss man sich auch noch mal im Klaren werden, ja. Wenn zwei Sachen nicht funktionieren, dann oder wenn überhaupt eine Richtung nicht so funktioniert, wie du sie gerne hättest, dann ist es schon schwer und dein Gegenüber oder die Situation, die dich annimmt, muss ja auch an dich gewisse Anforderungen haben. Und wenn die eben auch nicht gegeben sind, dann verliert man eben, ja. Aber oftmals nicht ohne Grund. Wenn du dein Leben so erfüllt und glücklich leben möchtest, wie es geht, dann sei dort, wo es stattfindet, im Hier und Jetzt. Das wäre die Botschaft für heute, ihr Lieben. Danke fürs Einschalten. Ich sehe heute richtig zermatscht aus, wa? Ich glaube, mein Gesicht ist weggefroren, angefroren. Wir gehen heute noch zum Weihnachtsmarkt. Also ich drehe es gerade Sonntag für den Montag ab. Halleluja. Naja, sitze ich morgen als Schneemann hier. Als Schneefrau. Schneefrau. Schneemann. Mir ist das wurscht. Mua. Ihr Lieben, tschüssi, habt einen schönen Tag und danke fürs Einschalten. Abonnieren, liken, Werbung ertragen, kommentieren. Alles, ja?